Ich hatte 2017 einen Unfall auf der Arbeit, einen Laugenunfall mit einem Desinfektionsmittel. Ja, und daraus entstand, dass ich durch Wundheilungsstörungen und verschiedene Fehler, wahrscheinlich auch keine Blutgefäße so richtig mehr in manchen Situationen, 2022 dann teilamputiert wurde. Das heißt, mir wurde bis kurz über dem Handgelenk sozusagen die Hand amputiert im Fingerbereich und Mittelfingerhandbereich. Vor allem ging es bei mir aber nicht um die Finger, wie viele vermuten jetzt, sondern um die Mittelhand. Die Finger waren theoretisch ja noch gesund, aber die Mittelhand halt nicht. Und dadurch, dass die Mittelhand aber krank war und die Finger da dran haben, sind halt die Finger dann auch amputiert worden. Ja, und so komme ich dann, bin ich so rangekommen. Weil es hieß ja erst, ich sollte vielleicht Unterarm amputiert werden oder diese Variante, die es jetzt ist. Und ich wusste ehrlich gesagt bis kurz vor der OP nicht, was jetzt genau gemacht wurde, weil mich mein Arzt abgeholt hat auf dem Zimmer und ich ihn dann nochmal fragen konnte. Und dann bin ich aber schon nach der OP aufgewacht. Wir haben gemerkt, dadurch, dass ich den Daumen noch habe, kann man noch relativ viel. Also mit dem Daumen, ich habe zwar in die Richtung, also in die Spreizrichtung Probleme, aber in die Beugerichtung natürlich nicht. Und dadurch konnte ich ganz viel einklemmen. Es ging mit dem Einklemmen schon ganz gut, aber natürlich gibt es immer Situationen, wo es dann entweder zu schwer wird, wenn da Wassertöpfe oder so, das geht leider nicht. Oder auch wenn es unstabil wird, dann wird es natürlich auch schwerer. Deswegen war das natürlich okay, aber natürlich nicht die beste Lösung. Ja, es gibt bei meiner Amputationsmöglichkeit eigentlich nur die Teilhandprothese oder eine optische Prothese. Und dann war halt die Wahl zwischen einfach nur einer Silikonhand, die nichts kann, und halt einer Teilhandprothese, die was kann. Und so sind wir dann halt auf die Teilhandprothese gekommen. Und so viel konnte man da auch gar nicht aussuchen, weil das Winzensystem eigentlich so für mich das Einzige war, was möglich war. Und deswegen sind wir schlimm schnell auf das Winzensystem gekommen. Ich hätte es mir eh ausgesucht, weil ich das von der Hand auch sehr schön gebaut finde insgesamt. Und deswegen bin ich dann beim Winzensystem gelandet und deswegen sind wir auch so darauf gekommen, dass das halt eine Teilhandprothese wird, die man auch bewegen kann. Was bei mir jetzt langsam dazu kommt, dieses Realisieren, dass die Hand jetzt wirklich weg ist, das hatte ich davor noch nicht. Und deswegen ist das nochmal so ein bisschen auch vom Kopf her anstrengender, weil es natürlich jetzt darum geht, das auch zu verarbeiten, dass die Hand weg ist. Aber insgesamt finde ich das schon echt eine coole Sache und bin auch echt mit der Prothese zufrieden und auch wie mit mir gearbeitet wird, um mit der Prothese irgendwas mehr zu erreichen. Also ich finde sie gar nicht so ungemütlich, muss ich sagen. Ich finde sie eigentlich sehr gemütlich gebaut, auch mit diesem Silikon. Also mit der Zusammenarbeit bin ich sehr zufrieden. Jetzt auch mit dem Thomas oder mit der Frederike, die sind beide total die tollen Menschen. Und der Thomas ist ja auch bis auf heute auch die ganze Zeit bei der Ergotherapie dabei gewesen, was ich überhaupt nicht als selbstverständlich erachte, dass er sich da auch noch so Mühe gibt und versucht, das nochmal mit einzustellen, weil wir noch nicht so richtig die Signale eingestellt haben und so und deswegen jedes Mal dann da nochmal ein bisschen versuchen, das zu verbessern, so dass ich das Beste rauskriege. Und ich finde, das ist nicht selbstverständlich, dass sich das Team Rahmen, was für mich zuständig ist, da so viel Mühe gibt und auch so viel Zeit da rein setzt, dass das funktioniert. Aber auch die Empfangskräfte sind immer sehr freundlich und so. Deswegen, ich bin hier eigentlich sehr, sehr gut aufgehoben. Rahm, wir schaffen Lebenswerte.